JunkFoodTaster.com episode 1965, and this is a gadget episode. I've got with me here the Hello Kitty magic towel or serviette Manique. So it's 100% cotton. The company is Sanrio, right? It's made in China. Right, here's another sticker. Okay, let's do it. This gets big in water. First of all, we need to get rid of the plastic. Please go plastic. Okay, it's really like a brick now. I will just put it in and just tingle it. Yeah. Oh, this is really the joy of slow unfolding. Yeah, it soaks up the water. Yeah, I had a similar product from Philly, like the horses and the unicorns and stuff. Now Hello Kitty. As you can see, it's already got thicker. This is now a very relaxing episode. Yeah, my flash player went down just the other day, and then I watched I watched the videos in HTML5, and the YouTube player in HTML5, you can set speed. You can set it to half the speed, or you can make it faster. Unfortunately, not in Flash. I hope they include this feature at one point here. Look at the bubbles. Pop, pop, pop. So that you could like speed up. My video is too boring. Speeding up would be better than like closing it or something. And now we have a nice cube. Look at this. I should have even used more water. And then I think I start stripping a little bit here. Yeah. This is really. It's pressure to unfold it. It's like the ultimate nerd experience. So I think we are now kind of ready. Yeah. Now we got a very nice Hello Kitty towel. Okay. Ta-da! Hello Kitty. Do you like girls' articles like these, girls' products? On the back side, I think there's nothing. Yeah. But nice tissue here. And now you can clean your desk with Hello Kitty. Okay. So, I just summoned something German. Ja, Folge 1965, diesmal das Hello Kitty magische Hello Kitty Lappen. Ja. Und zwar habt ihr ja gesehen sicherlich, wenn ihr nicht direkt zum deutschen Teil gesprungen seid, das ist halt so ein abgepacktes Ding, ganz klein, und dann saugt sich das mit Wasser voll. Es macht irgendwie Spaß, dem zuzusehen, wie es immer größer wird. Ja. Und am Ende. Okay, ich habe jetzt. Man könnte auch testen, ob sich von selbst komplett entfalten kann. Das weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle kriegt man dann am Ende diesen Hello Kitty Lappen. Ja. Genau, und ich habe auch einen Philly
Lappen schon gehabt. Und es gibt noch einen Toy Story Lappen. Den mache ich aber bei einer anderen Gelegenheit. Ja. Ist irgendwie lustig. Das ist irgendwie, das sich so auflösen zu sehen langsam. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Auto, wenn man dann, wenn man durch den Schnee fährt und so und an dem Auto klebt so der Matsch und so. Und dann unter den Rädern und so, und dann macht man das weg und das fällt so runter. So ein Gefühl ist das, ne? Irgendwie entspannend. Okay, oder zufriedenstellend. Gut, das ist eine Gadget-Episode, da gibt es keine Wertung. Natürlich jetzt, was macht man damit? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Kind hat, ja, gibt es ja auch für Jungs. Und man will den vielleicht spielerisch ein bisschen das Putzen beibringen, dann ist das vielleicht ganz nett, so einen Lappen zu haben. Ja. Dann freuen sie sich zu putzen mit dem Hello Kitty Lappen. Okay, das war die Folge. Danke fürs Zusehen. Ja. Und mögt ihr solche, ja, Mädchenprodukte? Es gibt ja dann sogar Leute, die so erwachsen sind und immer noch mit, die sich dann Hello Kitty aufs Auto aufkleben, lackieren lassen. Okay.